Hallo meine Lieben. Ja, heute mal wieder mit einem kleinen Paket und zwar wieder von Stampin' Up. Ich habe etwas vorbestellt und zwar aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog. So, da ist er. Aufmachen darf ich ihn noch nicht. Erst in 2 Tagen, am 5. darf er geöffnet werden und dann dürft ihr das Innere sehen. Aber die Sachen, die ich mir bestellt habe, die darf ich euch schon zeigen. Und das mache ich jetzt. Und ja, Stampin' Up lernt dazu. Kleinere Verpackung. Ich habe mich gewundert, so ein kleines Paket. Und ich habe ja für ein bisschen mehr bestellt. Deswegen hatte ich mich sehr gewundert. Ich habe mir einmal eine Handstanze bestellt. Und zwar ist das diese hier. Dazu seht ihr dann im Katalog ein paar Vorschläge. Ich hatte das Video von dem Katalog schon vorgedreht. Also wundert euch nicht, dass ich dann so spreche, dass ich sage, ach, da überlege ich noch oder so. Manche Sachen habe ich mir jetzt schon bestellt, weil ich das Video vorgedreht hatte. Genau. Also diese Handstanze. Dann haben wir hier neue Glanzfarben. Und da habe ich mir einmal Frozen Weiß und Champagner bestellt. Das sind dann halt so schimmernde Farben. Werde ich auch gleich mal kurz aufmachen und mal reingucken. Ja, und bei den Farben ist ganz cool, man kann die nämlich nicht nur, oh, die ist aber doppelt und dreifach verpackt hier. Man kann die nicht nur auf Papier verwenden, sondern man kann die auch auf Stoff verwenden und dann mit Heißföhn fixieren. Das fand ich echt interessant. Entschuldigt, dauert jetzt einen kleinen Moment hier mit der Auspackerei. Zack, so, da haben wir es. Also, so sieht das aus. Hier sind 15 Milliliter drin. Ist auch irgendwie so eine Kugel anscheinend drin, um die Farbe halt flüssig zu halten. Ja, könnt ihr jetzt gar nicht so gut sehen. Habe ich hier gerade mal einen Pinsel an der Hand? Ja, habe ich. So, nehmen wir mal so ein bisschen hier. Und da seht ihr das. Das hat so ein richtiges Perlmut. Also schimmert so, ich hoffe, dass ihr das seht. Ja, und das ist halt weiß. Und dann habe ich mir noch einmal Champagner besorgt. Hier im Deckel könntet ihr es vielleicht auch sehen. So, ja, diese beiden. Dann, das gehört zu etwas dazu. Und dann habe ich mir diese Sachen hier bestellt. Und zwar einmal ein Set zu Halloween. Das ist dieses welches. Ach Mist, nicht drauf geachtet, sind Gummistempel, aber ist kein Weltuntergang. Hier haben wir dann so eine kleine süße Hexe. Diesen Kessel fand ich so toll. Und ihr werdet in 2 Tagen in dem Video sehen, wenn das ausgemalt ist, sieht das richtig schön aus. Ja, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich nicht so auf Halloween stehe, aber das mochte ich gern. Dann dieses hier. Das gehört quasi hierzu. Man stempelt also dann eins dieser Teile auf, kann es ausstanzen und hat dann eben entweder so einen kleinen süßen Anhänger, den man irgendwie noch mit dran kleben kann. Ist ganz praktisch, weil man auch nur diesen Teil hier unten ankleben kann und das so ein bisschen knicken kann. Und dann hat man das oben so als bewegliches Teil. Fand ich total süß. Ich fand auch den Pinguin ganz niedlich und für Ostern, also für mehrere Sachen so abgedeckt und hier auch für Halloween und Weihnachten. Also für verschiedene Anlässe fand ich ganz cool. Und dann kann man es nicht nur als Glühbirne benutzen, sondern eben auch für andere Sachen. Als Weihnachtskugel oder. Ja, zu guter Letzt ein Set mit einem Alphabet. Und unten sind noch ein paar zusätzliche Sprüche dabei, die auch immer ganz praktisch sind. Gestaltet von, aus der Kreativwerkstatt von oder zu übergeben an, wenn es gar nicht für die Person ist, der ihr es gibt, sondern für jemand anderen noch. Also das fand ich echt ganz cool. Ich gehöre und dann ne, für die, also als auf die Geschenke zum Draufstempeln fand ich das zumindest schon mal ziemlich cool. Und dann hat man eben in verschiedenen Schriftarten einzelne Buchstaben, die auch relativ klein sind. Und ja, so hat man eben für jeden Anlass etwas,
was man schreiben kann. Und was hier bei diesem Set wirklich cool ist, ist, man hat zum Beispiel Doppel-F, Doppel-T, Doppel-S, Doppel-L. Was soll das hier sein? Soll das ein B sein? Doppel-B kenne ich aber nicht. Doppel-G. Hier muss ich gleich nochmal gucken, was das sein soll. Und ja, da hat man eben verschiedene Sachen, die man dann einfacher hat. Wie zum Beispiel auch SCH schon zusammen. Finde ich auch ganz cool. Genau, und auch hier unten die Abkürzungen fürs Internet. AT.de, Web, www, ne? Diese Geschichten. Ja, finde ich auch cool. Und hier haben wir ein Framelit-Set. Und da gucke ich jetzt hier rein, wenn ich den Anfang finde. Geht es euch auch so, dass ihr manchmal bei diesen Dingern hier immer den Anfang nicht findet? Aber ich habe ihn. So. Komm raus. Zack. So, jetzt haben wir es. Schwupp. Und ihr seht, tadadada. Das ist das Framelit-Set, passend zu diesem Stempelset. Und was ich ganz cool finde, da hat man hier noch so ein Spinnennetz. Das kann man zum Beispiel mehrere Male ausstanzen, in Schwarz zum Beispiel, und dann eben auf so eine Verpackung drauf machen, als Deko, oder halt irgendwo nur zusätzlich hinkleben als Deko. Und man kann eben daraus wirklich so ein komplettes Spinnennetz auch machen. Finde ich total cool. Ja, und natürlich die anderen Teile auch nochmal als Stanzteile, dass man nicht immer das Problem hat, das vorsichtig ausschneiden zu müssen. Stanzteile finde ich sowieso immer praktisch. Ja, bei mir, ihr wisst ja, ich nehme die Dinger, verwende die für andere Sachen, sammle da andere Stanzteile drin oder was auch immer, pack da halt andere Sachen rein. Und das hier, das wandert immer bei mir mit in dieses Set, weil so habe ich immer alles schön zusammen an einem Ort, und das mag ich halt einfach lieber. So, Weihnachten ist noch ein bisschen hin, deswegen packe ich mal Halloween nach oben. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. So viele habe ich diesmal gar nicht bestellt, nur ein paar Teile. Auf die bin ich echt gespannt, wie die aussehen, wenn sie trocken sind, also wenn sie aufgemalt und getrocknet sind. Ich sage tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald.